Herzlich willkommen bei Screen Professional, Ihrem Vertrieb für hochwertige Audio- und Videokomponenten für die besten Heimkinos. Mein Name ist Ralf Lulei und im heutigen Video geht es um Stuart Filmscreen, aber nicht um deren berühmten Leinwände. Nein, in diesem Video geht es um ein Produkt, das genauso wichtig ist, aber sich hier in dieser kleinen Holzkiste versteckt. Und wieso das so wichtig ist, darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. So, alle Schrauben sind raus. Jetzt legen wir es mal beiseite und dann schauen wir mal, was hier in der Verpackung ist. Die Fotos zeigen es schon. Heute geht es mal nicht um eine Leinwand von Stuart, denn Stuart baut in dem Werk in Cincinnati Rückprojektionsscheiben und unter anderem auch einen Projector Port. Und was ein Projector Port genau ist und wofür man den braucht, darüber wollen wir in diesem Video kurz sprechen. Ja, man sieht gut verpackt, wie immer bei Stuart kommt das Produkt an. In unserem Fall hier jetzt in einem matt Schwarz. Das Produkt ist aber auch in matt-weiß erhältlich, besteht immer aus einem Metallrahmen, sehr solide gebaut und einer speziellen Glasscheibe hier drin. Ja, und wofür braucht man jetzt so ein Produkt? Stellen wir uns vor, wir haben einen Kinoraum, so wie auch wir das hier haben, und wollen die ganze Technik aus diesem Kinoraum auslagern, damit man weder Lärm noch Hitze von dieser Technik in seinem Heimkinoraum, in dem man sitzt, hat. Und wenn man jetzt vor dem Projektor dann eine Glasscheibe verbaut, dann darf das eben nicht nur irgendeine Glasscheibe sein. Nein, das muss eine ganz spezielle Glasscheibe sein, denn sonst würde eine normale Fensterglasscheibe zum Beispiel, die würde uns mehrere wichtige Bildkriterien zerstören. Zum einen Schärfe, zum anderen Inbildkontrast und auch noch Lichtkosten. Und das wollen wir ja alles nicht. Wir möchten ja das Licht unseres Projektors erstens nicht verlieren und schon gar nicht wollen wir die Schärfe kaputt machen und Inbildkontrast auch nicht. Und deswegen muss das hier eine ganz spezielle Glasscheibe sein, die ist hoch vergütet, also ist extrem reines Glas, das auch noch entspiegelt wird. Und wenn ich das mal so in die Kamera halte, schräg, dann sieht man, dass das Glas nicht gerade eingebaut ist, sondern in einem gewissen Winkel. Und dieser Winkel, der ist eben ganz wichtig, denn wenn das Licht des Projektors durch das Glas hindurch geht, dann gibt es eine gewisse minimale Rückreflexion schon noch, auch bei einem solch reinen Glas. Und damit die nicht gerade zurück ins Objektiv des Projektors reflektiert wird, ist diese Scheibe eben hier schräg eingebaut, so dass sie entweder unterhalb des Objektivs oder über das Objektiv drüber hinweg zurückreflektiert und eben nicht zurück in die Optik rein, wo sie uns unseren Inbildkontrast zerstört. Ja, deswegen ist das schräg eingebaut und wie gesagt, ein hochreines Glas, das uns weder Schärfe noch Licht kostet und eben auch nicht unsere Konvergenz zerstört. Die Konvergenz, das ist das, wenn Sie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie projizieren ein weißes Gittertestbild und dann sehen Sie, dass die Farben auseinanderdriften. Dieses Weiß wird ein Rot, Grün, Blau, ne? So kriegt so einen Saum, also die Konvergenz geht verloren. Und damit das eben nicht passiert, muss das ein sehr, sehr hochwertiges Glas sein. Ja, wie schon gesagt, die Produkte gibt es in matt-schwarz oder in matt-weiß. Und wie bei Stuart üblich, wie bei den Leinwänden auch, immer erst auf Bestellung und nach Maß gebaut. Das ist ganz wichtig, denn jeder hat unterschiedliche Anforderungen an die Größe dieser Projector Ports. Und hier haben wir ein relativ kleines Modell, aber wir haben auch schon wesentlich größere jetzt an Kunden ausgeliefert. Jeder, wie er es halt eben benötigt. Ja, ein kurzes Video, ein wichtiges Produkt allerdings. Und
Ich kann nur empfehlen, jeder, der so wie wir eben das Heimkino quasi still und leise haben möchte und die Technik auslagert, der sollte sich über so einen Projektorport Gedanken machen, denn genauso wie eine wichtige Leinwand ist es eben dann auch wichtig, dass eben das Glas, das Fenster, wo der Projektor durchscheint, eben genauso hochwertig ist. Bei Interesse, ich blende Ihnen unten unsere E-Mail-Adresse ein, office@screenprofessional.de. Hier bitte an anfragen und wir vermitteln Ihnen dann gerne einen Händler in Ihrer Nähe. Und mehr gibt es jetzt im ersten Moment gar nicht dazu zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Sie solche Videos noch öfter sehen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, dann kriegen Sie eine Benachrichtigung, sobald wir ein neues Video veröffentlicht haben. Denn schon bald kommt ein Video über die SIM2-Projektoren. Also, Sie dürfen gespannt sein. Für dieses Video bedanke ich mich bei Ihnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.